Ja, hallo, wir haben uns jetzt mal in den Strom der Massen eingereiht und laufen jetzt mit den Leuten gemeinsam zum Bürgsteig. Also hier auf dem Weg zum Bürgsteig haben die Thüringer Wintersportvereine kleine Verpflegungshütten aufgebaut, damit die Zuschauer vor, während und nach dem Wettkampf gut verpflegt sind. Nicht, dass dann irgendeiner vor Hunger mal umfällt. So, wir sind jetzt fast am Bürgsteig angekommen. Es ist ungefähr 45 Minuten vor dem Wettkampfstart und hier ist die Stimmung schon am Kochen. Und wir mischen uns jetzt mal unter die Leute und fragen mal nach, was so los ist. Ja, wir sind jetzt am Bürgs und wir wollten eigentlich vor an die Bande, aber da kommt man gar nicht hin, weil hier die Leute schon wieder in Vierer-, Fünfer-Reihen stehen. Und ja, es ist echt schwierig, aber wir haben hier auch ordentliche Fans getroffen mit einer ganz speziellen Kopfbedeckung. Wie lange sind Sie denn heute schon hier? Also wir sind ungefähr vor circa einer Stunde angekommen mit dem Bus aus Glauchau. Das heißt, wir hatten eine längere Anfahrt, aber wir würden auch gerne mal auch ein paar Tage länger bleiben. Es ist hier immer stimmungsmäßig ganz wunderbar. Ja, man hört ja sein eigenes Wort gerade nicht. Das ist nämlich, weil ein deutscher Athlet gerade hier zum Einlaufen hochgelaufen ist, der Andreas Birnbacher. Und dann ist hier jetzt schon Lärm. Also die Sportler, die müssen sich wahnsinnig unter Kontrolle haben, dass sie jetzt nicht schon beim Einlaufen überpesen. Wir haben es jetzt doch bis vorhin die Bande geschafft. Und wir möchten mal fragen, wann sind Sie heute früh gekommen, dass Sie so einen günstigen Platz gekriegt haben bis vorne an der Bande? 9 Uhr? Also wir sind 9 Uhr da gewesen, aber diese sind schon 8 Uhr da gewesen, die Frauen hier vorne. Ja, das heißt, wer hier den guten Platz haben will, der muss richtig früh aufstehen. Und wie ist die Stimmung? Super!